Jo Leute, Max am Start. Heute reden wir über den YouTuber Iblali. Es fing eigentlich alles an mit dem Kanal namens Alligator64, wo er Videos über Metroid macht. Und dann kam aber Iblali und hat ihm den Kanal geklaut, damit er Videos über Angry Birds machen kann. Irgendwelche komischen Energy Drinks mit seinem scheiß Kater Felix und seiner Ehefrau Yuki. Dann kam Concraft da vorbei, also bekannt aus Videos wie Lachflash 1, Lachflash 2, Lachflash 3, Lachflash 4, Lachflash 5, Lachflash 6, Lachflash 7, Lachflash 8. Und dann macht er einfach auch Videos über Angry Birds, was ein Arschloch. Und dann kommt Tanzverbot, auch Drachenlord genannt, bekannt aus so Videos wie Interview mit Dieter Bohlen, wo er 3 Stunden lang über Coin Master redet. Auf jeden Fall kommt ein Tanzverbot und da macht er eine Ansage gegen Iblali. Das macht Iblali dann so wütend, dass er einfach Yuki und sein Kater nimmt und die machen dann eine Geschlechtsoperation und dann werden die beiden zu Toni und Nia. Und dann machen die 3 Boys einfach nur noch Videos über Tanzverbot. Und dann macht er eine Videoserie namens Iblali Tales auf. Und dann hört er mit der ITS auf, damit er iAsk weitermachen kann, wo er sich dann ein riesiges Kondom legt. Aber dann hört er auch wieder mit iAsk auf, um dann weiter mit Alitels zu machen. Aber dann hört er auch wieder mit Alitels auf, damit er dann irgendwelche Gruselgeschichten über Fortnite erzählen kann. Und dann hört er damit auf, damit er große Geschichten über My Little Pony erzählen kann. Und dann bringt er einfach jeden Einzelnen um, auch Toni und Nia und seine Familie. Und dann, das gefällt aber Julian Bam überhaupt nicht. Also hat er dann einen super krassen Beef mit Iblali und bringt ihn auch um. Und das ist der Grund, warum ich Iblali nicht mag. Iblali kann sich mal löschen gehen, habe ich recht. Ja, dann hat er noch so einen Kanal namens Wick aufgemacht, aber der hat nur 4 Abonnenten, also habe ich nicht über den geredet. Ciao, Leute.